Deutschland 2020. Das Coronavirus breitet sich aus und mit ihm Verschwörungstheorien. Mit der Pandemie kamen auch diejenigen, die inzwischen als Corona-Leugner gelten. Eine ungewöhnliche Mischung von friedensaktiv bis rechtsextrem. Warum macht uns die Corona-Krise besonders anfällig für Verschwörungstheorien? Wir bleiben hier! Auf der Straße vermischen sich begründete Sorgen mit Verschwörungstheorien, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Wozu dienen die Theorien? Und warum sind sie gerade für die rechte Szene so attraktiv? Ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Wieso ist unsere Hemmschwelle gesunken, gemeinsam mit Rechten zu demonstrieren? Und wie gehen wir mit Menschen um, die an Verschwörungstheorien glauben? Galileo Spezial trifft Gefährliche. Wenn du genau hinschaust, erkennst du, hinter all dem steckt nichts Menschliches. Und eher harmlose Verschwörungstheoretiker. Alles, was du mit deinen Augen siehst, ist flach. Ein Experiment erklärt uns den Zusammenhang zwischen Krise und Verschwörungstheorie. Es ist für Menschen wirklich ein grundlegendes Bedürfnis, Kontrolle zu haben. Und wir treffen Menschen, die denen helfen, die auf die verworrenen Theorien reingefallen sind. Verschwörungstheorien hat es im Grunde zu allen Zeiten der Menschheit, soweit sie uns überliefert sind, und auch an allen Orten dieser Erde gegeben. Es gibt so viele Verschwörungstheorien, da weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Zum Thema 9/11 gibt es sehr, sehr viele Mythen in der Gesellschaft, aber auch sowas zum Beispiel wie Verschwörungserzählungen über Impfung. Wir haben Menschen, die glauben inzwischen, dass wir von Reptiloiden schon beherrscht werden, dass die hier schon auf unserer Erde sind, dass die Erde eigentlich flach ist, dass die Mondlandung nur eine Fake News ist. Um zu verstehen, warum wir Menschen an Verschwörungstheorien glauben, wollen wir mit einem bekennenden Verschwörungstheoretiker sprechen. Und nicht mit irgendeinem. Wir schicken unseren Reporter Raphael Lauer auf die Isle of Wight nach England. Hier lebt einer der berühmtesten und vielleicht auch berüchtigsten Verschwörungstheoretiker der Welt. David Icke. Er hat uns gebeten, ihn bei seinen Lieblingsklippen zu treffen. Hello, Raphael. Hallo Raphael. Schön, dich zu treffen. Willkommen auf der Isle of Wight. Ist das nicht eine tolle Aussicht? Ich komme oft hierher. Es ist so schön ruhig und friedlich. Seit über 30 Jahren verbreitet Icke seine Verschwörungstheorien, die er durch die Corona-Krise endlich bestätigt sieht. Früher war ich das Gespött der Straße für meine Theorien. Heute jubeln mir 45.000 Leute in London zu. Erst vor einigen Tagen. Icke wurde zur Galionsfigur der Anti-Corona-Bewegung Englands. Zigtausende feiern seine Theorien. Die weltweite Krise will er schon vor Jahrzehnten vorhergesagt haben. Überlegt mal! Ich wurde früher ausgelacht. Sag deine Wahrheit und die Welt wird zu dir kommen. David glaubt an eine globale Verschwörung, in der Bill Gates, die WHO, Google, die Illuminati und Co. gleich alle unter einer Decke stecken. Das Ganze ist ein globales Netz, das im Grunde genommen so funktioniert. Im Zentrum sitzt eine Spinne, die operiert im Verborgenen. Ganz nah an der Spinne sitzen sehr exklusive Geheimgesellschaften. Die wissen genau, was abgeht. Eine Reihe davor gibt es die Geheimorganisationen, die wir kennen. Die Freimaurer, Opus Dei, die Tempelritter, der innere Kern des Jesuitenordens. Und dann, ganz außen, haben wir die Organisationen, die in der Öffentlichkeit stehen. Und der Cusp ist, wo der verborgene Teil des Webs. Meets the scene.
Die Organisationen führen gemeinsam die Befehle der Spinne aus, die alles überwacht und das gesamte Weltgeschehen, auch die Corona-Pandemie, lenkt. Aber mal ganz einfach gefragt, wer ist denn das? Wer ist die Spinne? Naja, wenn du den wirklichen Kern des Ganzen meinst, dann ist er nicht menschlich. In den 30 Jahren, in denen ich meine Recherchen anstelle, habe ich viele altertümliche Legenden gelesen und kulturelle Überlieferungen der ganzen Welt. Und da gibt es einen klaren gemeinsamen Nenner, den ich auch in meinen Büchern aufgedeckt habe. Und das ist eine außerirdische Form, die zwar immer anders beschrieben wird und anders heißt, aber offensichtlich die gleiche ist, die unsere Gesellschaft seit tausenden Jahren steuert. Die können zwei Gestalten haben, wie ein grauer Fötus mit großen schwarzen Augen. Das kennen wir alle aus UFO-Recherchen. Man nennt sie auch die Grauen. Und die andere Form, die ist Reptiloid. Anhänger von Aikis Reptiloiden-Theorie glauben, dass wir von Wesen in reptilienähnlicher Form beherrscht werden. Diese Wesen leben und kommen entweder aus einer hohlen Erde oder kamen vor tausenden Jahren von einem anderen Planeten zu uns. Sie können menschliche Gestalt annehmen. So ist Angela Merkel zum Beispiel in Wirklichkeit ein Reptiloid. So wie eigentlich alle Mächtigen und Staatsoberhäupter der Welt. Was David Icke glaubt, hat etwas mit allen anderen Verschwörungstheorien gemein. Letztendlich ist das Muster bei Verschwörungserzählungen immer recht ähnlich. Es wird angenommen, dass es eine böse Elite gibt, die eben im geheimen Plan ausheckt. Wir hier unten, die Geknechtete, gegen die da oben, die uns kontrollieren und klein halten wollen, die uns krank machen wollen, vergiften wollen. Das ist dann manchmal Bill Gates oder Soros oder die Illuminati. Das ist dann ganz oft austauschbar und das Grundmuster ist aber dasselbe. Dass als Agenten, als Drahtzieher einer Verschwörung immer kleine Gruppen gehandelt werden, liegt zum einen daran, dass Verschwörungen ja tatsächlich ja von kleinen Gruppen nur organisiert werden können, denn nur so kann die Verschwörung geheim bleiben. Also es hat eine gewisse Plausibilität. Das Muster findet man auch bei Verschwörungstheorien, die auf den ersten Blick gar nicht den Anschein haben. Eine davon finden wir in den USA. Unser Reporter Harro Füllgrabe ist in North Carolina auf dem Weg zu einer besonderen Konferenz. Die Konferenz der sogenannten Flat Earther. Sie glauben, dass unsere Erde nicht rund ist. Die reden davon, dass es eine flache Welt ist. Ich bin mal gespannt, wie die argumentieren. Die Konferenz findet in einem Hotel in der Kleinstadt Cary statt. Wo ist die Konferenz? Da lang? Harro staunt nicht schlecht. Das Medieninteresse ist hoch. Kamerateams aus der ganzen Welt sind vor Ort. In der Lobby hat Flacherdler Chris einen Stand aufgebaut. Für $300 bis $700 verkauft er selbstgemachte Globus-Alternativen. Machst nur du das? Ich bin der Einzige auf der ganzen Welt. Die flache Erde. In den Augen ihrer Anhänger steht sie still. Sonne und Mond kreisen wie Taschenlampen über die Kontinente. Die Antarktis bildet den weißen Außenring und verhindert so, dass die Meere auslaufen. Woher weißt du, dass sie so aussieht? Ein Künstler hat diese Karte gemacht. Sie war die schönste, die ich im Internet gefunden habe. Gerade für eine Sendung, die sich nach dem Astronomen Galileo Galilei benannt hat, ist die Vorstellung, die Erde sei eine Scheibe, absurd. Ja.
Aber hier glauben alle, die NASA hat sich mit der Weltelite verschworen. Was ist das? Ein Fake-Foto. Ich habe gesehen, wie sie es photoshoppen. Es ist nur eine Erfindung. Warst du mal in einem Flugzeug? Ich war 9 Jahre beim Militär. Wenn du weit genug oben bist, dann siehst du doch mit eigenen Augen, ohne Photoshop, dass sie rund ist, nicht flach. Nein. Alles, was du mit deinen Augen siehst, ist flach. Du siehst nur auf den Fotos eine Kurve. Im Flugzeug ist alles flach. Interessant. Bei den Anhängern ist kein Muster zu erkennen. Hier glaubt der Geschäftsmann genauso wie junge Familien und Singles aus der Mittelschicht. Es gibt nicht den Typ Verschwörungsgläubigen. Also in der Psychologie hat man das versucht. Man hat versucht, so Charaktereigenschaften herauszufinden, die eine Rolle spielen. Die sind tatsächlich eigentlich nicht relevant. Es gibt ein paar Faktoren, die hier mit reinspielen. Es ist beispielsweise so, dass Männer stärker an Verschwörungen glauben als Frauen. Dass Menschen mit einer niedrigeren Schulbildung auch stärker an Verschwörungen glauben. Wobei ich auch hier vorsichtig wäre, bestimmte soziale Gruppen als besonders anfällig für Verschwörungstheorien zu bezeichnen. Wir finden Impfgegner beispielsweise doch vor allem in den bildungsbürgerlichen, auch zum Teil links alternativ angehauchten Milieu, auch Chemtrail-Kritiker. Das verteilt sich durchaus in die gesamte Gesellschaft. Das Ganze ist auch nicht geografisch festgelegt. Ob wir an Verschwörungstheorien glauben, ist auch keine Frage von Herkunft oder Nationalität. Ich habe sie schon in die ganze Welt verkauft. Nach Kanada, Europa, Australien, einfach überall hin. Aber woran liegt es dann, dass immer mehr Menschen an Verschwörungstheorien glauben? Die Flat-Earther-Bewegung ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Eine Facebook-Gruppe zu diesem Thema hat alleine fast 250.000 Fans. Und sie ist nur eine von vielen. Es gibt da zunächst einmal die Klassiker. Verschwörungstheorien, die jeder schon mal gehört hat. Wie zum Beispiel die der gefälschten Mondlandung. Die besagt, dass Armstrong und Aldrin gar nicht wirklich auf dem Mond gelandet sind. Sondern, dass die Amerikaner die Mondlandung in einem Fernsehstudio aufgezeichnet haben. Aber es gibt auch relativ neue Verschwörungstheorien. Wie zum Beispiel QAnon. Eine mutmaßlich amerikanische Person, die vorgibt, aus Präsident Trumps Umfeld mit Sicherheitsfreigabe Q zu sein, verbreitet seit 2016 Verschwörungstheorien, dass eine weltweit agierende Elite Kinder entführt, sie gefangen hält, um aus dem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Ausgerechnet Donald Trump sei der Befreier, der diese Elite bekämpft. Was anfangs nur in den USA populär war, ist inzwischen weltweit populär. Auch in Deutschland sehen wir QAnon-Anhänger auf den Anti-Corona-Demos. Interessanterweise scheinen die sich gerade aufgrund des Q-Symbols mit unseren Querdenkern zu formieren oder besser gesagt zu vermischen. Es gibt natürlich Verschwörungstheorien. Denken Sie an die Flat-Earth-Theorie. Die sind derart offenkundiger Unfug, dass man sich tatsächlich fragen muss, warum in aller Welt Menschen daran glauben. Menschen glauben an Verschwörungserzählungen aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, dass in der Situation, wo Menschen das Gefühl haben, dass sie keine Kontrolle haben, also dass sie nicht in der Lage sind zu beeinflussen, was als nächstes passiert, dass sie dann auch stärker an Verschwörungen glauben, weil so eine Situation, wo man keine Kontrolle hat, für Menschen unglaublich schwer zu bewältigen ist. Kontrollverlust macht anfällig für Verschwörungstheorien. Das möchte Sozialpsychologin Pia Lamberti mit einem Experiment beweisen. Zunächst einmal brauchen wir zwei gleich große Gruppen an Probanden. Die können sich selbst aussuchen, ob sie in die rote oder die blaue Gruppe wollen.
Die Personen sind zufällig ausgewählt. Alter, Herkunft, Geschlecht und Nationalität sind bunt gemischt. Pia Lamberti bittet die rote Gruppe, den Raum zu verlassen und die blaue, sich um den Tisch zu versammeln. Keiner der Teilnehmer weiß, warum er hier ist oder was als nächstes passiert. Die Sozialpsychologin will nun herausfinden, wie stark ein minimaler Kontrollverlust den Glauben an Verschwörungstheorien beeinflusst. Es ist für Menschen wirklich ein grundlegendes Bedürfnis, Kontrolle zu haben. Wenn man beim Arzt ist und das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle auf die Behandlung, spürt man stärker Schmerzen. Oder auch wenn man im Flugzeug sitzt, hat man überhaupt keine Kontrolle, was als nächstes passiert. Das spielt auch bei den ganzen Flugängsten mit rein. Die Probanden sollen sich setzen und den Computer öffnen. Sie erfahren, dass sie später einen Fragebogen beantworten sollen. Aber vorher dürfen sie ein paar Minuten Computer spielen. Das Spiel haben wir extra für diesen Zweck entwickeln lassen. Es ist ganz einfach. Die Testpersonen sollen per Mausklick eine Figur durch 25 Felder steuern. Klickt man auf ein Feld, geht die Figur dorthin. Kommt man auf ein bestimmtes Feld, wird man entweder von einer Art Gegenspieler, dem Wumpus, gefressen oder man fängt ihn und hat gewonnen. Alle Probanden verstehen das Spiel auf Anhieb und einigen macht es sogar Spaß. Nach 5 Minuten ist Schluss. Die Sozialpsychologin teilt Fragebögen aus. 2 Fragen zu scheinbaren Alltagsgeschichten. Bei einer Geschichte war es so, dass es eine Bürosituation gab. Die Person sollte am nächsten Tag befördert werden. Jetzt hat sie aber gesehen, dass es auf einmal viel mehr E-Mail-Verkehr gab zwischen dem Chef und einem anderen Angestellten, die sich auch getroffen haben. Die Person in der Geschichte wird nicht befördert. Die Probanden sollen nun auf einer Skala von 1 bis 11 bewerten, inwiefern das kein Zufall sein kann und sich hier geheime Absprachen, also eine Verschwörung zwischen Chef und dem anderen Mitarbeiter, vermuten. Bei der 2. Geschichte geht es um Preisabsprachen bei Bauunternehmern. Dann ist die rote Gruppe dran. Auch sie sollen vor dem Fragebogen 5 Minuten Computer spielen. Was Sie nicht wissen, wir haben das Spiel diesmal manipuliert, um Kontrollverlust zu erzeugen. Ihre Spielfigur verhält sich meist logisch, aber manchmal springt sie völlig willkürlich auf dem Brett hin und her. Ist nicht mehr steuerbar. Die Menschen haben einfach vollkommen zufällig Rückmeldungen bekommen. Und genau das sollte dazu führen, dass sie das Gefühl haben, dass sie keine Kontrolle haben. Sie können mit dem Spiel jetzt aufhören und die Computer gerne zuklappen. Wir haben noch einen Fragebogen für Sie. Die Probanden bekommen die gleichen Fragen und dürfen ebenfalls auf der Skala von 1 bis 11 ankreuzen, wie sehr sie glauben, dass hinter den beiden Geschichten eine Verschwörung steckt. Die Sozialpsychologin wertet die Daten aus. In welcher Gruppe ist der Hang zu Verschwörungstheorien größer? Dieses Experiment hat Lamberti schon dutzendfach durchgeführt. Immer mit dem gleichen Ergebnis wie heute. Es hat sich gezeigt, dass die, die keinen Kontrollverlust erlebt haben, einen niedrigeren Wert hatten auf dieser Skala als die, die eben diesen Kontrollverlust hatten durch das Computerspiel. Menschen brauchen die Illusion, in Kontrolle zu sein. Menschen brauchen das Gefühl, dass sie in der Lage sind, zu beeinflussen, was als nächstes passiert, auch wenn das natürlich ganz oft eigentlich nicht der Fall ist. Und in dem Moment, wo wir eben das Gefühl haben, wir können das nicht mehr, müssen wir irgendwie damit umgehen und psychologisch uns ja Möglichkeiten suchen, so zu tun, als ob. Und der Verschwörungsglaube, der strukturiert die Welt. Man hat plötzlich den Verschwörer, auf den man alles projizieren kann. Nur 5 Minuten eines harmlosen Spiels haben den Effekt ausgelöst. Was passiert dann erst in einer ernsten Situation wie Jobverlust oder einer globalen Corona-Krise? Das ist nicht nur für die Wissenschaft relevant, sondern auch natürlich im Alltag, weil wir beispielsweise durch die Corona-Pandemie ja alle irgendwo auch mit einem Kontrollverlust konfrontiert werden. Wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Wann steigen die Zahlen an? Wann geht es wieder zurück? Wann kommt ein Impfstoff? Und das sieht man eben, dass dieser Kontrollverlust eben auch zu den Verschwörungsglauben befeuern kann. Und genau das sehen wir dieses Jahr auf den Straßen. Ein unsichtbares Virus und die sich immer wieder plötzlich ändernden Regeln. Das Gefühl von Kontrollverlust könnte kaum stärker sein und damit auch unser Wunsch, die Kontrolle wiederzuerlangen.
Wie häufig wir in der Corona-Krise Erklärungen in Verschwörungstheorien suchen, spürt auch die Sektenberatung NRW in Essen. Sabine Riede berät seit 35 Jahren Betroffene und Angehörige von ideologischen Weltanschauungen. Sowas wie dieses Jahr hat sie noch nie erlebt. Die Beratungsfälle zu Verschwörungstheorien haben sich jetzt in diesem Jahr verdreifacht gegenüber dem Vorjahr. Wir sind uns nicht sicher, ob die Zahlen Ende des Jahres bei der kompletten Auswertung sogar vervierfacht sind. Sie stehen jetzt ganz oben an unserer Beratungshitliste, wenn Sie so wollen. Bei 25% der Hilfesuchenden geht es um Verschwörungstheorien. Alleine heute sind es wieder 5 neue. Hallo, ich bin auf der Suche nach Hilfe im Umgang mit meinem Vater und seiner Lebensgefährtin. Beide glauben an die QAnon-Verschwörungstheorie. Er glaubt, es würde ihm dann besser gehen, wenn er sich von der BRD abmeldet, da diese ja sowieso nur eine Firma wären und wir Sklaven. Rothschild und total die Zentralbank und die Frau von Abramowitsch zelebrieren okkulte Rituale. Yoga. Was können Sie mir zu dieser Verschwörung sagen? Und mich würde interessieren, warum sich ein 50-Jähriger mit solchen Inhalten identifizieren möchte. Es sind fast immer Angehörige, die sich melden. Der Glaube an eine Verschwörungserzählung kann natürlich den Menschen auch zunächst mal erstmal Halt geben. Viele Menschen glauben ja daran, weil sie sich ohnmächtig fühlen, zum Beispiel jetzt durch die Corona-Pandemie. Sie fühlen sich hilflos einem Virus, was man gar nicht richtig erkennen und sehen kann, ausgeliefert. Und die Vorstellung zu wissen, wer eigentlich dahinter steckt, wie man am besten damit umgehen kann, gibt ja auch zunächst einmal Halt und Sicherheit und man fühlt sich selber auch wieder aufgewertet. Ein Virus, das gar nicht existiert, sondern eine Erfindung der Regierung ist, kann niemanden töten. Die Verschwörungstheorie hilft also gegen die nachvollziehbare Angst vor einem weltweiten, unbekannten Virus. Schwierig wird es, wenn wir uns deshalb nicht impfen lassen wollen. Die Theorie hier? Wir sollen aus Angst vor dem Virus dazu gezwungen werden, uns impfen zu lassen. Geldgierige Geschäftsleute um Microsoft-Gründer Bill Gates wollen das nutzen, um der Menschheit einen Mikrochip einzupflanzen, um totale Kontrolle zu haben. Auch der englische Verschwörungsideologe David Icke glaubt das. Für ihn hängt alles zusammen. Die WHO, Gates, Facebook, die Liste ist lang. Im Zentrum seiner Ideologie steht der Glaube, dass Außerirdische seit Jahrtausenden unser Weltgeschehen lenken. Die Corona-Pandemie sei quasi der Vorbote eines Weltumsturzes. Und er wird auch nicht müde, unserem Reporter Raphael Lauer und allen anderen davon zu erzählen. Hi, das ist mein Freund aus Deutschland. Wie geht's dir? Ich nehme eine Tasse Tee. Für mich auch. Wir reden gerade darüber. Was glauben Sie denn? Genau. Die Leute reden sich selbst ein, sie kämen zu ihren eigenen Entscheidungen. Aber sie wiederholen nur, was die Regierung sagt. Beklagt euch nicht über die Maske, tragt sie halt nicht. Schau, das ist der Himmel für mich. Am Culver Cliff zu sein und eine Tasse Tee. Icke verbreitet aber nicht erst seit Corona seine Verschwörungstheorie, sondern seit 30 Jahren. Aber steckt auch bei ihm eine Krise dahinter? Als ich ein Kind war, wollte ich immer Fußballer werden. Ich war Torwart. Ich habe alles dafür gegeben und wurde tatsächlich Profi bei Coventry City. Und dann habe ich Arthritis bekommen, mit 21. Und ich musste meinen Traum und meine Karriere an den Nagel hängen. Ich bin dann in die Politik gegangen. Ich war bei der British Green Party. Was gut war, weil ich heute weiß, die Politik ist die Antwort auf gar nichts. Also hörte ich da auch auf. Und dann hatte ich einige sehr seltsame Erlebnisse in dieser Zeit bei der Partei. Immer wenn ich allein in einem Raum war, fühlte ich mich, als wäre ich eben nicht allein. Da war eine sehr starke Präsenz. Eines Tages im März 1990 änderte sich plötzlich die ganze Atmosphäre um mich herum.
Und es war keine Stimme, aber sowas wie eine sehr starke Gedankenform, die mir sagte, los, schau dir die Bücher in der Lobby an. Was? Aiki steckt in einer persönlichen Krise, als er das Buch einer Heilerin entdeckt. Er liest es noch in der Nacht durch und fährt zu ihr. Beim Handauflegen kommt es zum auslösenden Erlebnis. Auf einmal weicht sie zurück und sagt, mein Gott, ist das eine Kraft. Ich muss die Augen zumachen. Ich rutsche mit dem Hintern die Liege runter und denke, Aiki, wo bist du hier nur reingeraten? Was passiert hier? Aber dann sagt sie, ich sehe eine Kraft vor mir und soll dir von ihr wichtige Dinge sagen. Und das war im März 1990. Eines Tages wirst du vor tausenden Menschen stehen und die großen Wahrheiten verkünden. Ein anderer Grund, warum Menschen an Verschwörungen glauben, ist, weil man sich dadurch überhöhen kann, weil man dadurch das Gefühl haben kann, dass man besonders ist, dass man über so eine Art Geheimwissen verfügt, das andere eben nicht haben. Diese Theorie will uns die Sozialpsychologin mit einem zweiten Experiment sichtbar machen. Dafür hat sie sich gemeinsam mit Kollegen eine eigene Verschwörungstheorie ausgedacht. Bei dieser Verschwörung war es so, dass Rauchmelder angeblich Ultraschallwellen aussenden würden, um Menschen krank zu machen. Und angeblich wird die Regierung das auch wissen und das hätte ein pensionierter Ingenieur herausgefunden. Das Experiment hat allerdings in der Vergangenheit so gut funktioniert, dass einige Probanden bei der Verschwörungstheorie geblieben sind. Deshalb stellen wir das Experiment mit den Probanden nur nach. Die frei erfundene Theorie stellt Lamberti einer Gruppe von Probanden im Ausland vor. Lamberti behauptet, dass 81% der Deutschen diese Rauchmeldegeschichte glauben würden. Das Ergebnis ist für alle überraschend. Kaum einer springt auf die Verschwörungstheorie an. Normalerweise ist es jetzt so, wenn man überhaupt etwas noch nicht kennt, wenn etwas neu ist, dann glaubt man eher der Mehrheit. Das machen wir alle. Und bei Verschwörungsgläubigen ist es aber tatsächlich umgekehrt. Die glauben selbst die Verschwörungserzählung mehr, wenn sie nur von einer Minderheit geglaubt wird. Lamberti stellt die gleiche Rauchmelder-Verschwörungstheorie einer anderen Gruppe von Probanden vor. Nur diesmal behauptet sie, dass nur 19% der Deutschen an sie glauben. Das Ergebnis? Genau umgekehrt. Diesmal glauben fast alle, dass da etwas dran sein müsse. Man sieht es ja auch immer wieder im Internet, dass Menschen sehr laut sind, dass sie ihre eigene Form der Wahrheit immer gerne verkünden und dass es dann auch egal ist, ob sie vielleicht dafür kritisiert werden. Aber es geht eben darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Gefühl von Kontrolle wiedererlangen, Struktur durch Erklärungsversuche, Selbsterhöhung und Aufmerksamkeit. Gründe, warum wir in Krisenzeiten anfälliger sind für Verschwörungstheorien. Aber wieso halten einige langfristig daran fest und werden dabei immer radikaler? Bei den Flat Earthern eröffnet Organisator Robbie Davidson gerade die Konferenz. Das Publikum sieht sich als Schicksalsgemeinschaft in ihrem Glauben an die flache Erde gegen alle Widerstände. Wir alle haben deshalb schon Familienmitglieder oder Freunde verloren. Aber es ist für die Wahrheit. Wir hören immer wieder das Wort Wahrheit. Zeit also, sich die wissenschaftlichen Fakten der Flacherdler anzuschauen. Richard Hopkins will in seinem Vortrag empirische Beweise präsentieren und Zweiflern so keine Chance geben. Einer von uns ist auf einen Berg mit ca. 600 Metern hochgeklettert. Er sagte, wenn die Erde gebogen wäre, müssten die anderen Berge versteckt sein. Aber das waren sie nicht. Sie waren alle gleich hoch. Es gibt ein paar Geschichten, aber keinen einzigen Beleg. Galileo-Reporter Harro Füllgrabe will nachhaken. Ist Richard Hopkins Wissenschaftler? Momentan arbeite ich nicht.
Ich war mal Verkäufer für eine Firma, die Wärmeboxen verkauft. Ich habe schon alles gemacht, vom Kabel verlegen über Wettervorhersagen bis zum Zeitungen austragen. Ich habe auch mal einen Computerladen besessen. Ich war immer Unternehmer. Warum hast du keine Beweise, den Bildern und Videos, von denen du gesprochen hast, gezeigt? Du hattest die Chance, wir haben die Möglichkeiten und die Technik. Ich weiß. Es war so. Ich hatte eigentlich eine komplette Präsentation mit PowerPoint gemacht. Und irgendwas hat sich die ganze Zeit nicht richtig angefühlt. Auf dem Weg hierher, einem 4-Stunden-Flug, habe ich mich dann entschieden, das alles nicht zu zeigen. Ich will ja die Leute dazu anregen, selbst zu denken. Die Ausweichtaktik ist typisch für Verschwörungstheoretiker. Und auch der Grund, warum die Wörter Theorie und Verschwörung für Wissenschaftler nicht zusammenpassen. Bei einer Theorie ist es so, dass man eine Annahme hat und dann eben guckt, passt das? Also man glaubt zum Beispiel, dass eine Pizza viereckig ist. Und dann guckt man, ist das so? Wenn man feststellt, Pizzen sind in der Regel rund, dann muss man seine Theorie verändern. Bei einer Verschwörungstheorie oder Verschwörungserzählung ist aber eben das nicht der Fall. Da ist es ganz oft egal, was eigentlich in der Welt passiert und ob das stimmt oder nicht. Und deswegen sprechen wir eher von einer Verschwörungserzählung. Und darüber hinaus greift ein typischer Verschwörungstheoretiker ein Argument, das gegen diese Theorie spricht, ja noch mit auf und versucht sie, wie gesagt, dieses Argument in seine Theorie einzubauen. Einem Argument wird einfach eine Behauptung gegenübergestellt, die alles wieder im Sinne der Verschwörung logisch und richtig erscheinen lässt. Ist es möglich, mit einem Flugzeug oder so auf eurer Karte hierher zu fliegen? Wohin? Mit unserer heutigen Technik, die wir haben? Du kannst da nicht hin. Die Antarktis gehört mehreren Ländern. 7 Regierungen haben eine Einverständniserklärung unterschrieben. Was lustig ist, denn sonst können die sich auf nichts einigen. Es gibt nur eine Tour, die man machen kann. Nur zu einer bestimmten Inselgruppe. Aber zu den meisten Bereichen darf man nicht. Einer, der dieses Frage-Behauptungs-Antwortspiel beherrscht, wie kein zweiter, ist Mark Sargent. Eine Koryphäe unter den Flacherdlern mit einer riesigen Fanbase. Er bietet auch eine offene Fragerunde an, was sich Haro natürlich nicht zweimal sagen lässt. Wir sind vom Wissensmagazin Galileo. Warum glaubt ihr, wachsen wir auf der ganzen Welt auf und lernen eine andere Version? Aus welchem Grund sollten die Leute, die eurer Meinung nach lügen, uns was Falsches erzählen? Präsidenten wollen unsere Bewegung nicht groß werden lassen. Sie haben Angst, dass alle sagen, warum soll ich auf dich hören? Die anderen sind doch viel besser. Das ist schlecht für die Regierung. Da ist es wieder. Die da oben, die Regierung und die NASA sind die mächtigen Feinde, die sich gegen uns alle verschworen haben. Haro bleibt dran und will den viel umjubelten Mark Sargent konfrontieren. Wir haben keine Leute getroffen, die euch wirklich anzweifeln. Niemand von der NASA, kein Astronaut oder so. Die haben diese Leute einfach dazu gebracht, nichts zu sagen. Sie haben gesagt, wir faken das alles, aber du darfst nicht wissen, warum. So hast du auch kein schlechtes Gewissen und es fällt dir leicht, dich vor den Kameras normal zu verhalten. Also alle werden dafür bezahlt, ihren Mund zu halten? Ja. Wenn man sich in verschwörungstheoretischen Zirkeln bewegt, in denen immer wieder das Gleiche gesagt wird, immer wieder dasselbe Argument wiederholt wird und immer wieder die Wahrheit, die absolute Wahrheit dieses Arguments behauptet wird, wird man an einen Punkt kommen, an dem nur aufgrund der dauernden Wiederholung für das Individuum etwas anderes nur noch sehr schwer zu denken ist. Problematisch wird es auch bei harmlosen Theorien, wenn Kinder involviert sind. Auf der Flat Earther Conference sehen wir viele Familien. Bist du in der Schule? Ich werde zu Hause unterrichtet.
Die meisten von ihnen gehen nicht mehr zur Schule. Durften deine Kinder frei entscheiden, was sie denken wollen? Nein, ich habe sie gezwungen. Nein, Spaß. Sie dachten, ich bin komisch. Wir dachten viele Monate, dass er sie nicht mehr alle hat. Wir waren früher auf einer öffentlichen Schule, jetzt werden wir zu Hause unterrichtet. Wenn Eltern involviert sind in so ein Gedankengut, geben das natürlich auch oft an ihre Kinder weiter. Und es ist immer wieder schwierig zu sehen oder manchmal auch sehr erschreckend zu sehen, dass natürlich Kinder noch nicht über so eine lange Lebenserfahrung verfügen, dass sie sich dem auch widersetzen können. Wenn sie es immer wieder hören, werden Kinder das sogar schneller übernehmen, als es Erwachsene tun. Eine komplette Abschirmung von der Außenwelt, wie bei den Flat-Earther-Kindern, kann in Deutschland dank Schulpflicht nicht passieren. Dennoch finden wir hier Parallelen und Gemeinsamkeiten zu Sektenstrukturen. Es ist eine Ideologie, die sehr radikalisiert, die auch Menschen in Gut und Böse einteilt, die sich abschottet, die dann mit anderen nichts zu tun haben möchte, die sogar bereit ist, wenn du mir nicht glaubst, den Kontakt zu Angehörigen abzubrechen. Das sind alles so Phänomene, die wir beobachten, die sich genau decken mit Menschen aus sogenannten Sekten. Wie eng Sekte und Verschwörungsglaube zusammenhängen können, hat Julia Silberberger selbst erlebt. Die Berlinerin war 20 Jahre lang Mitglied der Zeugen Jehovas. Nach 2 Jahrzehnten Abschottung gelingt ihr der Ausstieg und ein komplett neues Leben beginnt. Das nutzt sie, um gegen jede Form von ideologischem Missbrauch zu kämpfen. Es ist uns ein unheimliches Anliegen und mir im Persönlichen besonders, da ich selber Sektenaussteigerin bin, Menschen aufzuklären, welche Gefahren auf sie lauern, welche Ideologien auf sie lauern, wo sie geködert werden sollen. Auch Julia sieht in Verschwörungserzählungen eine Gefahr und hat deshalb den goldenen Aluhut erfunden. Einen satirischen Preis für die absurdeste Verschwörungsideologie des Jahres. Bei ihrer Suche nach neuen Nominierten entdecken sie und Kollege Rüdiger jemanden, der es auf die Pharmaindustrie abgesehen hat. Wir profitieren schon seit über 100 Jahren vom Leid der Menschen. Auch für verschwuchtelte Männer und Transgender-Typen bestens geeignet. Okay, der ist gekauft. Der ist sowas von ja. Drin. Also bei dem ist wirklich alles dabei. Ja, wir sehen hier zum Beispiel dieses Geschwurbel über die Big Pharma-Industrie, dass das von irgendwelchen satanischen Mächten kontrolliert wird, dass da vermutlich eine jüdische Weltverschwörung dahinter steckt, dass die Krankheiten nur Konflikte sind und wir mit den Medikamenten nur getötet werden sollen. Er verbreitet Flacherde-Theorien, also er sagt, hey, die Erde ist flach, also da ist wirklich, der ist Multischwurbler. Also Leute, die an alles glauben, bezeichnen ich als Multischwurbler und deswegen wird er bei uns definitiv mit in die Nominiertenliste kommen. Die Recherche in erster Linie über das Internet. Gerade auf Facebook und YouTube entsteht gefühlt täglich eine neue Verschwörungsideologie. Es ist falsch zu glauben, dass der Verschwörungsglaube erst durch das Internet groß geworden ist. Es gibt Studien von 1980, die beispielsweise schon zeigen, dass damals knapp 40% an sowas wie eine Lügenpresse geglaubt haben. Trotzdem spielt das Internet natürlich eine Rolle. Bei YouTube ist es beispielsweise so, dass der Algorithmus so geschrieben ist, dass er einem immer radikalere Inhalte präsentiert, unabhängig vom Thema erstmal. Das heißt, wer etwas zu Nordic Walking sich anguckt oder zum Spazierengehen, der landet irgendwann beim Marathon. Und das ist dann aber auch bei Themen wie Impfungen oder bei politischen Themen so. Und das heißt, man wird immer mehr eben mit diesen Verschwörungsmythen auch konfrontiert. Aber auch die Videos von Verschwörungstheoretikern werden immer radikaler. Ein witziger Clip über eine flache Erde scheint nicht mehr zu reichen. Gerade in der Pandemie erreichen die Videos ganz andere Level. Wie hier, der Sturm auf den Reichstag diesen Herbst. Verschwörungstheoretiker marschieren mit eindeutig Rechtsradikalen zusammen. Ein Umstand, der nicht nur der Sektenaussteigerin Julia Sorgen bereitet.
der klassische Schwurbel, den wir vorher hatten, der ist so ein bisschen in den Hintergrund gefallen. Die Gruppen um die Hohlerde sind leider nicht mehr so aktiv und die Gruppe, die ihre Organe durch Gedanken nachwachsen lassen wollte, ist leider auch nicht mehr so aktiv. Es ist alles sehr Corona-dominiert. Der Spaß ist ein bisschen verloren gegangen, wenn ich mir diesen Feed angucke. Es ist unheimlich viel Ernst. Es ist sehr viel Hass da drin, sehr viel Hass gegen die Regierung, gegen Drosten, gegen das RKI, sehr viel antisemitischer Verschwörungsschwurbel, der sich dazwischen wiederfindet. Also so lustig, wie das war, als wir 2014 angefangen haben, ist das heute beileibe nicht mehr. Warum haben Verschwörungstheorien heute eine neue Qualität? Und wieso vermischen sich die Lager auf den Demos? Rechtsradikale in Lanzer-T-Shirts und Reichskriegsflagge, Hare Krishna-Anhänger, Hippies, Gruppen, die unter normalen Bedingungen überhaupt nicht mehr zusammenzudenken sind. Und wie können wir Betroffenen helfen? Gleich im ProSieben-Spezial. Verschwörungstheorien boomen, denn die Corona-Krise macht uns anfällig für sie. Wir leben in einer Zeit fundamentaler Umbrüche, die als Krise, für viele Menschen als Krise erfahren werden. Es ist so, dass wenn ja große Ereignisse passieren, dass Menschen glauben, da muss auch etwas Großes dahinter stecken. Das heißt, es kann dann kein Zufall sein. Auf der Suche nach einer Erklärung sind Sündenböcke schnell gefunden. Ein gemeinsames Feindbild gibt Halt in unsicheren Zeiten. Aber wie lässt es sich erklären, dass die Hemmschwelle gesunken ist, mit offensichtlich Rechten gemeinsam zu demonstrieren, auf die Straße zu ziehen und den Holocaust zu leugnen oder zu relativieren? Ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Einer der einflussreichsten Verschwörungsideologen unserer Zeit ist David Icke. Yeah. Der Engländer glaubt, dass reptilienartige Außerirdische die Welt seit Jahrtausenden heimlich steuern. Und eine geheime Elite unter uns kommuniziert mit ihnen durch satanistische Rituale. Und wo findet der ganze Satanismus statt? Dieses Netzwerk ist tausende Jahre alt. Menschen haben kein Problem damit, dass es öffentliche Menschenopferungen im Altertum gab. Jungfrauen an die Götter, Tieropfer. Aber Menschen haben ein Problem damit, dass es nie aufgehört hat. Es hat sich im Untergrund versteckt. Es wird weitergemacht, aber total geheim. Man konnte das ein bisschen in Stanley Kubricks letztem Film Eyes Wide Shut sehen, wo er ein satanisches Ritual in einem Anwesen gedreht hat. Die legendäre Szene aus dem Film ist tatsächlich sehr einschüchternd. Aber das ist Hollywood und eben nicht real. Doch David Icke sieht seine Theorie bestätigt. Hollywood ist die Manifestation solcher Dinge. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die mir ihre Erfahrung erzählt haben. Das passiert überall. Zurück nach Deutschland. Nun, abgesehen davon, dass Verschwörungstheorien uns absurd erscheinen und uns auch manchmal ärgern, geht von ihnen auch eine politische Gefahr aus. Nämlich dann, wenn sie eine normative Kraft entwickeln. Das heißt, eine Erklärungskraft für gesellschaftliche Entwicklungen, politische, ökonomische Verhältnisse, die über diese kleine Gruppe hinausgeht. Wenn Leute denken, hey, hier machen so viele mit, da muss doch etwas Wahres dran sein. Und genau das passiert gerade. Mit dem gemeinsamen Nenner des Corona-Leugnens versammeln sich dieses Jahr tausende Menschen auf den Straßen. Hier demonstriert der Arzt, der einzelne Maßnahmen für überzogen hält, plötzlich gemeinsam mit dem Reichsbürger.
Wir konnten es ja in den letzten Wochen, in diesen Zeiten der Pandemie, in einer Live-Situation beobachten, dass sich ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen dort zusammengefunden haben, die unter normalen Bedingungen überhaupt nicht mehr zusammenzudenken sind. Wir haben Rechtsradikale in Lanzer-T-Shirts und Reichskriegsflagge gesehen, Hare Krishna-Anhänger, Hippies, Impfgegner, Senioren, Kinder, ganz unterschiedliche soziale und auch Bildungsgruppen, die hier, und darin sehe ich durchaus eine Gefahr, einen Nährboden der Gemeinsamkeit entwickelt haben, die sich dann eben auch gemeinsam im Widerstand definieren. Deswegen ist es ja eben auch kein Zufall, dass unter den Pandemie-Leugnern eine große Zahl von Rechtsradikalen sich angedockt hat. Nicht, weil sie unbedingt leugnen, dass die Pandemie existiert, sondern weil sie dort ein strategisches Moment für sich vermuten, in die Gesellschaft oder in gesellschaftliche Gruppen hineinarbeiten zu können, die sie bislang nicht erreicht haben. Rechte Gruppierungen nutzen die Suche nach Schuldigen in der Krise bewusst, um ihre antisemitischen Ideologien zu verbreiten. Die Frage ist, warum ist die Hemmschwelle gesunken, mit offensichtlich Rechten zusammen zu demonstrieren oder sogar öffentlich den Holocaust zu relativieren? Ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ob das Mädchen aus Kassel wusste, wovon sie sprach, spielt keine Rolle. Dahinter steckt Kalkül. Es ist eine ganz eindeutige Strategie auf Seiten rechtsradikaler, neonazistischer Gruppierungen, in die Gesellschaft hineinzuarbeiten. Und dafür bedarf es eben solcher unscheinbaren und scheinbar harmlosen Figuren der Vermittlung. Was können wir tun, damit es gar nicht erst so weit kommt? Wie gehen wir mit Verschwörungstheoretikern um? Julia Silberberger hat sich für humorvolle Aufklärung entschieden. Unter massivem Polizeischutz. Es hat inzwischen Tradition, wir verleihen im dritten Jahr unter Polizeischutz, weil sich natürlich immer rechte, rechtsextremistische Personen und Gruppierungen motiviert fühlen, diese Veranstaltung zu stören. Julia Silberberger hat die Erfahrung gemacht, dass es jeden treffen kann. Sie hat den Ausstieg aus der Sekte Zeugen Jehovas geschafft und kämpft seitdem gegen ideologischen Missbrauch. Mit der Verleihung des goldenen Aluhuts will sie Mut machen. Mir hat es unheimlich geholfen, dass nachdem ich aus der Sekte ausgestiegen bin, meine Freunde mir keine Vorwürfe gemacht haben und nicht gejubelt haben und sich gefreut haben, endlich hat sie es begriffen, sondern sie haben mir eher geholfen, mich im realen Leben zurechtzufinden. Ich bin ja in der Subkultur aufgewachsen, vieles musste ich wirklich neu lernen. Ich musste mit 30 im Endeffekt erstmal neu lernen zu leben und da haben mich meine Freunde dabei unterstützt und mich unterstützt, meine eigenen Entscheidungen zu treffen und mich wirklich meines eigenen Verstandes zu bemühen und mich ermutigt, es auch zu tun. Und genau das sollten wir diese Menschen auch ermutigen. Wer gewinnt beim Goldenen Aluhut 2020? Und wie können wir Menschen helfen, die sich in Verschwörungstheorien flüchten? Gleich im Galileo-Spezial. In Berlin steht unter Polizeischutz die Verleihung des Goldenen Aluhuts bevor. Er wird an die absurdesten Verschwörungstheorien des Jahres verliehen. Dieses Jahr gab es durch die Corona-Pandemie besonders viele mögliche Kandidaten. Die Gewinner der 5 Kategorien wurden per Internetvoting ermittelt. Deshalb sind unter den diesjährigen Gewinnern auch Hochkaräter, die Bild-Zeitung und Donald Trump. Die 90-minütige Show aus Gags und Laudatien wird live gestreamt und soll in erster Linie junges Publikum aufklären, bevor sich Ideologien festsetzen. Aber was tun, wenn es bereits passiert ist?
Im privaten Umfeld hat man eigentlich noch die besten Chancen, etwas zu bewegen. Wenn es manchmal nicht mehr möglich ist, an jemanden heranzukommen, muss man an sich selbst denken. Auch Humor kann eine gute Strategie sein. Also warum auch nicht darüber lachen? Trotzdem versuche ich aber auch jedem Angehörigen immer mitzugeben, dass das nicht heißt, dass man aufgibt. Und dass es nicht auch den Tag X geben kann, wo derjenige auf einmal durch ein wichtiges Erlebnis sich von selber verändert. Das braucht aber viel Geduld und Einfühlungsvermögen und gleichzeitig aber auch müssen Grenzen gesetzt werden. Umgekehrt sollten wir uns auch nicht radikalisieren, dass wir jetzt anfangen, die Schuld auf bestimmte Gruppen zu lenken, dass wir jetzt in der zweiten Welle sind, im zweiten Shutdown sind, weil oh, die Querdenker sind schuld, weil damit machen wir genau das Gleiche, was Verschwörungsideologen machen. Die Maßnahmen gegen das Coronavirus lösen ein Gefühl von Kontrollverlust aus. Und den Wunsch, das eigene Leben selbst zu bestimmen, haben wir letztlich alle. Deshalb sind in der Corona-Krise Verschwörungstheorien besonders attraktiv. Und bei ihnen gilt dasselbe wie beim Virus. Verstehen ist ein Baustein zur Lösung.